Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Devisenradar am Donnerstag, 25. Juni. Am Morgen um 9:30 Uhr wollen wir hier mal den Markt genauer betrachten und hierbei speziell das Währungspaar Euro gegenüber British Pound. Warum dieses Währungspaar? Weil der Euro eben ganz interessant daherkommt. Und hier, wir schauen mal ganz kurz aufs große Bild, bevor wir in die Intraday-Szenarien einsteigen, und wir hier einen ganz klaren Abwertungsprozess sehen, der sich hier in einem verschärfenden Tempo eben durch den Euro selbst bedingt. Hier einer sehr, sehr interessanten Marke nähert, der Bereich um 0,70. Ja, hier auch eine Horizontalunterstützung aus den Jahren vor der Finanzmarktkrise. Ein ganz, ganz wichtiges Level und auf dieses steuern wir tatsächlich wieder zu. Hingegen hier auf Tagesbasis auch zu sehen ist, wie der Markt sich ein Stück weit dagegen stemmt, hier nach unten wegzukippen. Wir haben hier oben einen Widerstandsbereich, der sich sehr schön einerseits auf dieser horizontalen Ebene und noch eine Etage tiefer untergeordnet auf dieser Ebene finden lässt. Das heißt, nach oben haben wir ein wahres Bollwerk an Widerständen. Und da ist natürlich jetzt die Gretchenfrage, wie löst sich das Ganze hier auf? Sehen wir also Preise unter 0,70 oder nicht? Das wird eine mittelfristige Analyse werden. Die werden wir auch demnächst noch veröffentlichen zum Euro gegenüber dem britischen Pound. Heute wollen wir uns natürlich das Intraday-Geschehen mal ein Stück weit näher anschauen. Sie sehen, die heutige Kerze, die ist noch recht klein. Also wir haben hier noch ein Stück weit Daily Range vorhanden. Die Tendenzen, dass wir in Richtung 0,70 gehen könnten, sind nicht unwahrscheinlich. Dann muss man eben aufpassen, ob sich hier ein Boden bildet, ein Erholungsboden oder eben der Durchbruch unterhalb von 0,70 per Tages-/Wochenschlusspreis wäre es definitiv ein sehr, sehr düsteres Bild, was man hier zeichnen müsste vom Euro gegenüber dem britischen Pfund. Aber hier ist auch nicht aller Tage Abend. Wir gehen jetzt mal in den Intraday-Bereich, Stundenchart hier. Und da sehen wir, dass wir oberhalb des Pivot Points uns aufhalten. Der Euro bislang 22 Pips gelaufen. Im Schnitt haben wir hier Bewegungsintensitäten, die bewegen sich so zwischen 60 und 70 Pips. Das heißt also, wir haben heute noch knapp zwei Drittel Bewegungsimpulsivität vor uns. Und hier im Stunden-Chart-Intervall sollte man mal auf den Pivot Point achten. 0,7120, 0,7121. Hier sehr, sehr interessant. Wenn das Währungspaar darunter kippen sollte, sehe ich hier Abwärtspotenzial bis zu den Tiefs der Vortage. Das wären eben hier Niveaus im Bereich 0,7080. Und genau diese Level erscheinen hier durchaus interessant für weitere Abwärtsimpulse. Wir haben einen negativen Wochentag, das fügen wir gleich mal hinzu. Und zwar heute hier den denkbar schlechtesten und schlechtesten mit nur 38% positiver Schlusspreise. Das deutet also hier durchaus einen Move nach unten an. Wir haben heute keine, außer mittags 12 Uhr, aber ansonsten heute hier nicht wirklich wesentliche News, die hier das britische Pfund beeinflussen. Insofern haben wir da kein Störfeuer gegen 10 oder dergleichen. Man sollte natürlich aber trotzdem darauf achten, was hier passiert, wenn wir den Pivot Point reißen. Im Sinne der schwachen Wochentagsstatistik ist die Chance gut, dass es dann weitere Tiefs gibt und man hier im Unterstützungsbereich von 0,7080 landen kann. Wir wollen uns das Ganze jetzt hier nochmal auf dem MetaTrader-Chart anschauen und da bekommen wir auch noch die Indikationen, dass wir hier bislang wirklich ein sehr ruhiges Gebaren haben. So, das Bild mal ein Stück weit größer. M15 aufscrollen und da haben wir hier die Lage von dem gegenwärtigen Verhalten. Kaum trendig. Wir sind hier noch mitten in der Asia-Range. Das erfolgte heute Morgen so ein Stück weit der Ausbruchsversuch vor 9 Uhr vorm Beginn der European Session. Hier, wie gesagt, mal darauf achten, was passiert. Wir haben einen schwachen Wochentag. Wir haben auch auf Tagesbasis negative Fuzzy-Logiken vorliegen, die also hier auch weitere Preistiefs begünstigen. Und das dürfte dazu führen, wenn wir hier den Pivot Point unterschreiten, eben hier bei 0,71, 20, 71, 21, dann wäre hier mitsamt Ausbruch unter das Vorwochentief eine Abwärtsbewegung zu erwarten, die eben hier Niveaus in dem Bereich des Vortagestiefs und auch eben speziell der Vortagestiefs und des Support-Level 2 ermöglicht. Hier haben wir auch noch auf Tagesbasis eben die Unterstützung, die wir gerade im Stundenchart gesehen haben, im Bereich 0,7080. Also hier ein sehr, sehr erstrebenswertes Ziellevel für den Fall, dass der Euro gegenüber dem britischen Pfund heute nach unten ausbricht, absegelt. Natürlich fehlt hier noch ein Stück weit das Trendmomentum gegenwärtig. Das heißt, Sie sehen ja hier, seit den Nachmittagsstunden des gestrigen Tages ist hier nicht wirklich viel passiert, aber das kann sich natürlich auflösen nach unten. Und wenn wir die Tagesrange ausschöpfen, eben hier die
mit Blick auf die 14 Tage ATR 61 Pips, dann haben wir hier durchaus noch gute 40 zu erwarten und das scheint mir gut möglich. Also Eurosprit ist Pound im Sinne des schwachen Wochentages. Hier durchaus eine Option, die dafür spricht, dass wir hier einen Intraday-Breakout sehen können, wenn wir hier den Pivot Point reißen nach unten. Hier ein Einstieg unterhalb der Asia-Range kann auch schon zu, ich will sagen, frühzeitigen Profiten führen, aber wir haben eben hier auch noch das Vorwochentief und den Pivot Point. Klarer ist die Lage, wenn wir diese beiden unterschreiten, dann spricht viel dafür, dass wir hier weiter nach unten absegeln. Ja, ansonsten hier Ausbruch Asia-Range, Sie haben es ja gesehen heute Morgen, so richtig Abwärtsdruck kam da noch nicht auf. Also insofern lieber mal ein Stück weit Ruhe bewahren und hier den tieferen Entry suchen, denn dann ist es wahrscheinlicher, dass hier der Preis auch weiter nach unten segelt. Umgekehrt natürlich, wenn wir ein neues Tageshoch machen. Ja, wir sind hier vom Low 9 Pips weg, vom Hoch 13 Pips, also ein Stück weit sehen Sie auch hier an dieser Tageskerze bislang ein Stück weit genau in der goldenen Mitte. Wenn es keine neuen Tiefs gibt, der Preis sich oberhalb des Pivot Points Vorwochentief festigt und dann hier nach oben auftreten. Natürlich haben wir dann Reaktionspotenzial, Sie sehen es ja hier schon, bis in den Bereich 0,7180, 0,7188. Also das wäre dann natürlich das konträre Bild. Und dann haben wir hier sicherlich keine positive Tagesschlusstendenz. Sie sehen ja auch, das sind keine 100% negative Schlusspreise, sondern in Anführungszeichen nur 38. Aber 38 ist schon ein deutlich negativer Wert. Also hier, wie gesagt, auch da begünstigt statistisch, dass das Preisverhältnis nach unten kippt. Aber es kann natürlich auch anders kommen und das wäre der Fall, wenn wir hier ein Hoch machen über dem heutigen Asia Range High, was hier speziell bei klick, klick, 0,7148 liegt. Darauf sollte man sich mal vorbereiten. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den heutigen JFD-Devisenradar. Euro British Pound verspricht noch Potenzial. Wollen wir auch mal sehen, ob das so kommt. Gestern Euro Yen ja eher dürftig, aber neuer Tag, neues Glück. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften. Und wenn Sie mögen, schauen Sie mit mir nachher noch auf dem JFD Live Trading Desktop eine Bewertung zum DAX genauer an. Ich wünsche Ihnen was. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.